Kalle Report. Ron Bielecki wird wieder Fitness-Influencer. Andrew Jack, Leonidas und vieles mehr. Let's go. Oh, ist das hell. Einen wunderschönen guten Tag zur M9 Kalle Report. Ja, heute zum Tag der Deutschen Einheit. Könnt ihr euch natürlich sehr glücklich schätzen alle. Oder ihr könnt euch beglückwünschen. Ich finde immer so geil, unten stehen so brandneue News, Alter. GmbF-Athlet. Positiv getestet. Ron Bielecki wird wieder in Fitness. Weil ohne den Tag würde es den Kalle nicht. Ich schwöre es euch, ich feiere Kalle Report extrem. Dann würde ich hier nicht abhängen und euch versuchen zu bespaßen und mit Nachrichten zu versorgen. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch im Osten abhängen und einen Trabi fahren, der jetzt vielleicht das Design von der Enterprise hätte mittlerweile, aber immer noch einen Zweitaktmotor drin hätte. Ja. Kalle ist bester Mann, ich schwöre euch. Und lange Rede, Doppelkinn, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. So, bevor wir jetzt anfangen mit der Kalle war schon fucking Brecher, ne? Unfassbar. Wilde Show hier. Ganz kurz noch in eigener Sache. Zieht euch die alte Bodybuilding-Schule rein. Nehmt an dem Gewinnspiel teil, weil das läuft noch. Dort könnt ihr den Freischaltcode gewinnen für die alte Bodybuilding-Schule. Ihr müsst 3 Fragen beantworten. Geht auf mein Bruder, ich kann nicht mal eine Kniebeuge machen wegen meinem Knie. Wie soll ich in die Prep gehen? Das geht leider nicht. Ich würde es direkt machen. Instagram, dort seht ihr, was ich da von euch verlange oder was ich von euch möchte. Und dann viel Spaß und den Gewinner werde ich dann nächste Woche bekannt geben. Ist alles unten verlinkt und. Oh, geiler Slogan. Alte Bodybuilding-Schule. Nicht reden, machen. Bleibt schön gesund. So, ziehen wir uns gleich das erste Thema rein. Und zwar am Wochenende war die Yamamoto Franz Pro Show. Franz, also nicht Franz Brötchen, sondern Franz. Ne, für die, die sich immer über meine Sachen lustig machen, inklusive meiner Wenigkeit. Dort gab es natürlich auch Gewinner. Das war im Schwergewicht der Patrick Johnson. Brutales Paket, Mann. Mr. O-Ticket gesichert. In der Classic Physik der Wesley Wissers, der letzte Woche den 3. Platz belegt hatte. Ach, Wesley hat sich richtig gut auf dem Yamamoto Cup die Mr. O-Quali geholt. Geil. Ja, du bist hier auf der Reaction, auf dem Reaction-Kanal. Hier bist du richtig, mein Liebster. Der Men's Physik ist der Emil Walker. Emil Walker ist ein, finde ich besonders lustig, auch wenn es Men's Physik ist, aber er ist menschlich ein total geiler Typ. Ich habe den kennengelernt letztes Jahr und... Ey, die IFBB-Pros, ne, NPC-Pros, die bei Men's Physik mitmachen, haben einfach die brutalsten Körper, Digga. Unfassbar krass. Dies Jahr bei den Pro-Shows, wo ich mit dem Emil unterwegs war, total netter Kerl. Der feiert mich auch, warum auch immer, obwohl er gar nicht versteht, was ich sage. Total netter Kerl, also das zum Emil Walker. Der hat dort gewonnen und hat sich qualifiziert für Mr. Olympia. Junge, kranke Form. Ja. Und bei den Damen war es die Bikini-Klasse, die dort an den Start gegangen ist. Und dort hat die Ottavia... Schlag mich tot. Ottavia... Octavia reicht, Kalle, kein Problem. Boah, Mann, Alter, was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Geil. Ich kann mir nicht mal 4 beschissene Namen merken. Maso, Octavia Maso oder Maso hat dort gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Die sind jetzt, wie gesagt, die werden wir alle beim Olympia sehen. Und vielleicht auch noch erwähnenswert, der Anton Bibus, der hat den 6. Platz belegt im Schwergewicht. Also der schleicht sich da auch immer weiter nach vorne und drücke ihm die Daumen. Vielleicht sammelt er ja noch genügend Punkte. Es sind ja noch ein paar Shows da. Vielleicht schafft das ja über die Punkte dann dort zu starten. Oder zumindest eine gute Visitenkarte dieses Jahr zu hinterlassen für seine Wenigkeit. Dass man ihn dann nächstes Jahr auf dem Schirm hat und weiß, da kommt noch was aus. Wenn man Anton noch ein bisschen, paar Kilo mehr auf die Rippen ballert, dann sieht das Ganze natürlich brutalst aus, Alter. Deutschland, was mich persönlich sehr freut. Ich freue mich über jeden Schwergewichtler, der hier versucht, international durchzustarten. Ne? Wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Betreuer ist Markus Rühl oder Vorbereiter. Ach krass, nicht mehr Patrick Thur. Markus Rühl sponsert ihn nicht nur jetzt mit Rühl Bestes, sondern
bereitet ihn auch vor. Damit hätte ich niemals gerechnet, Freunde. Krass. Und von dem Wesley Wislas ist es der Wesley Wislas. Kalle, Alter, du bist der Beste. Wesley Wissers, er sagt einfach Wesley Wislas. Oh Mann, Alter. Ja, den Podcast habe ich nicht gehört, aber ich kann es nur empfehlen, weil Anton Bippus ist ein cooler Typ. Ich muss wieder auf die Bühne. Ja, ich möchte ja. Ich möchte ja, ich muss. Mal gucken. Kommt aus dem Team Künzel, weiß ich zum Beispiel. Von Team Künzel. Den anderen benannten Gewinnern weiß ich es nicht. Ist mir auch relativ wurscht. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hat Team Andrew Jack verlauten lassen, dass der Andrew Jack noch nicht bei 100% war. Andrew Jack dieses Jahr Dark Horse, Alter. Der hat, keiner hat den, klar, man hat ihn auf dem Schirm, aber man hatte Andrew nicht mit so einer fucking Form auf dem Schirm. Der hat zersägt, Alter, dieses Jahr. Unglaubliche Form, Mann. Sondern erst bei 70% bei seinen Shows. Und wenn das stimmt, dann sehe ich ihn bei Mr. O ganz weit vorne, Freunde. Der das ganz große Paket dann auf dem Olympia darlegen möchte. Bei den letzten zwei Shows war ganz klar, da kommt keiner ran. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht die Verbesserung von der Tampa zur letzten Pro-Show gesehen, die er gewonnen hat. Wie gesagt, unangefochten gewonnen, aber die Verbesserung an sich habe ich dort nicht wirklich erkennen können. Wir werden sehen, ob das alles nur PR ist oder Tamtam oder Klappern gehört zum Handwerk, weil das gehört ja zu dem Game dazu, ist ja logischerweise richtig. Wir dürfen gespannt sein, was auf dem Mr. Hey Junge, du bist doch echt. Weisheiten hat zugeschlagen. Ist doch echt nicht normal, ja. Oh Gott. Weisheit mit Bodybuilder, Alter. Beste Meme-Page, Freunde. Folgt auf jeden Fall rein. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, unbedingt abonnieren. Der Typ macht die besten Memes, Alter. Du bist doch krank. Olympia passiert, wie er sich dort präsentiert. Dass es ein Riesentalent ist, mit einer Riesengenetik, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ich bin gespannt, wie die anderen 30%, die er da noch reinstecken will, aussehen werden, weil das wäre schon spektakulär, dann würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal. Dann kommen wir mal zu einem lustigen Thema. Die GNBF hat einen Athleten positiv. Stimmt, Skandal, Freunde, Skandal. Tief getestet. Namen werde ich jetzt nicht benennen, weil ich von den Menschen die Namen eh nicht kenne und mir auch gar nicht merken will. Ich für mein Verständnis bekomme es nicht in meinen Kopf rein. Warum man in einen Naturalverband startet und dann positiv getestet wird, egal auf was, ob er da nur schuld ist oder nicht, die Liste ist bekannt, die Verbote. Sage ich auch immer und immer wieder, das sind für mich die größten Heuchler auf dem Planeten, Alter. Wer sich als Nicht-Netti neben Naturalathleten stellt, die sich wirklich 100% natural vorbereitet haben, ohne diverse Substanzen, gehört für mich zu den größten Abschaumheuchlern. Digga, wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Gute Substanzen kann jeder einsehen und wenn man da irgendwas nimmt, auf was positiv anschlägt, dann hat man halt Pech und dann hat man das nicht richtig gemacht. Andererseits zeigt mir das natürlich wieder, dass die Jungs versuchen auch am Limit zu arbeiten und wirklich oder müssen ja alles versuchen, um bestmöglich abzuschneiden in ihrer Klasse. Bloß wenn die dann tatsächlich positiv getestet werden und das ist ja nicht der erste Fall, dann sollte man den ganzen Verband eigentlich mal in Frage stellen, was die da erreichen wollen. Definitiv, sehe ich genauso. Nur soll man nicht alle. Man soll, habe ich auch mit Berend Breitenstein gequatscht in dem Rap One Video, man soll einfach andere Regeln einführen. Guckt euch das Video auf jeden Fall an, wenn es online kommt, weil da sind manche Sachen, ich würde jetzt mal einfach so sagen, finanziell müsste da mehr Geld reinfließen in den GmbF, damit das vernünftiger dort kontrolliert wird, wer was nimmt. Alle über einen Kamm scheren. Sicherlich gibt es da immer noch so eine Gutmenschen, die den Saubermannsport versuchen zu fördern. Aber was ist Saubermannsport? Ne? Also dieses Wort existiert für mich zum Beispiel gar nicht.
die zeigen ja auch mit dem Finger auf Leute wie mich oder Leute wie dich, die Steroide konsumieren, also die unterstützendes Bodybuilding betreiben. Was ist denn verwerflich daran, versuchen, das bestmögliche Ergebnis aus sich rauszuholen? Und wenn ich dazu Hilfsmittel nehme, dann ist das doch nur mehr wie natürlich, weil ich will doch das beste Ergebnis rausholen. Und Hilfsmittel ist nicht mehr wie natürlich, das ist dann nicht mehr natürlich, Heiko. Ich mit angezogener Handbremse versuchen, da irgendeinen Freizeitsport in meinen Augen zu machen. Naja, die machen ja auch Bodybuilding, die bewegen auch Hanteln, ist aber alles auf einem komplett anderen Level. Nur unterscheiden wir natürlich in naturales... Heiko, Junge, ich schwör's dir. Wir müssen uns mal wiedersehen, Alter. Ich vermisse schon eine Trainingssession mit ihm. Bodybuilding und ein unterstützendes Bodybuilding. Warum man das mittlerweile tut, kann ich nicht sagen. Ob die sich nur als bessere Menschen darstellen wollen, ich finde es lächerlich, ist meine ganz persönlich ehrliche Meinung. Da können sie mich auch wieder tot haten hier. Da scheiße ich auch einen großen Haufen drauf, weil ich stehe zu den Sachen, die ich gemacht habe. Und ich würde sie immer wieder so machen und auch jedem, der Weltspitze werden will und ein richtiges Format erreichen will, würde ich da sogar schon fast eine Empfehlung aussprechen, weil es ja nun mal nicht möglich ist und der menschliche Körper limitiert ist, weil der ist von Haus aus, von der Evolution her, darauf ausgelegt, Beeren zu pflücken und was weiß ich, Blätter zu essen und mal 30 Meter zu rennen. Aber der ist nicht für Marathon ausgelegt. Ja, natürlich darfst du als Diabetiker dort starten. Der ist nicht für, was weiß ich, was für Sachen ausgelegt. Der ist auch nicht ausgelegt, extrem schwere Gewichte zu bewegen. Ne? Also, wie gesagt, der ganze Saubermann-Naturalscheiß, lächerlich. Das wollte ich nochmal erwähnen. Also, da war wieder mal ein positiv getesteter Fall. Und das wird dann auch sicherlich in Zukunft nicht der letzte gewesen sein. Ich wünsche den Jungs trotzdem viel Erfolg, weil man kann ja auch in der Mickey-Maus-Klasse bester sein. Und warum nicht, wem der Anspruch genügt, ist gut. Aber zeigt denn nicht immer auf den Finger mit Leuten, die das wirklich ernst nehmen und versuchen, das Maximum auf Mickey-Maus-Klasse, ey, der hat auch die besten Beispiele parat, ne? Auszuholen, 24-7 danach extrem nehmen. Ne? Also das ist meine Meinung dazu. So, die passt zwar nicht jedem, aber... Da war mir schon klar, dass das auf Insulin bezogen war. Ja, wie gesagt, drauf geschissen. Wobei, gute Frage. Beispielsweise hast du von Natur aus einen ganz niedrigen... Junge, was geht ab heute? Von Natur aus einen ganz niedrigen Testosteronwert und musst eine TRT machen. Scheiß mal auf Bodybuilding, du musst eine TRT machen, weil du sonst auch noch benachteiligt wärst. Selbst als Patient, der eine TRT macht, darfst du bei der GmbF nicht starten. Bei Diabetes weiß ich nicht. Ich glaube mal, da gibt es Ausnahmen. Ist ja was völlig anderes auch. Kommen wir zum nächsten Thema. Ganz kurz anschneiden. Herr Beleki will wieder... Wollt ihr mal wissen, wie Herr Beleki richtig heißt mit Nachnamen? Bielecki. So wird's richtig ausgesprochen. Sport... Boah, jetzt wird bestimmt richtig geschossen von Kalle. Influencer werden. Nur mal so als Info. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht ist das so aus einer Laune raus entstanden. Wie gesagt, Junge, lass den Schnaps weg und dann vielleicht wird das was. So. Ganz schnell mit einem Satz Thema beendet. Geil. Dann hatte Lou Ferrigno sich mit 71 Jahren mal ausgezogen, hat mal seine Form gezeigt, hat mal das T-Shirt hochgezogen. Junge, für 71 Jahre kranker Scheiß. Ihr kennt Lou. Vielleicht die jüngeren Zuschauer hier kennen Lou Ferrigno nicht. Lou Ferrigno, Legende, nicht nur Schauspiellegende, sondern auch Bodybuilding-Legende, war der Erzrival damals von Arnold Schwarzenegger. Hier sehen wir Lou neben Arnold. Dann hat er natürlich, wurde er sehr, sehr bekannt durch Hulk. King of Queens lese ich hier auch. Also, hier war er auch noch am Start. Was war das? Herkules oder Conan der Barbar? Eins von beiden.
Also wirklich, Lou Ferrigno, so sah er nicht aus, aber so sah er aus. Damals brutaler Typ, Erzrival von Arnie. Und das mit 71? Respekt, Digga. Und gezeigt, wie er mit 71 Jahren aussieht. Lieber Lou, ich finde das alles sehr, sehr lobenswert, dass du dem Sport treu geblieben bist und noch so aktiv bist. Aber am Ende. Oh, mein Papa ist am Start. Hector, schreibt alle Hector bitte in den Chat. Hector, guten Morgen. Des Tages schön sieht es dann nicht mehr aus, wenn das aussieht, als wenn die Muskeln hinter einer Zellophanfolie oder irgendeiner Verpackung verborgen sind. So, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich komme mal nicht auf die geistreiche Idee, sowas zu bringen und dann versuchen, meine Form zu zeigen irgendwann. Ganz ehrlich, ich finde es absolut nicht schlimm, mit 71 Jahren ein Selfie zu machen vorm Spiegel mit seinem Bauch. Definitiv. Im Alter. Weil es ist einfach nicht mehr ästhetisch. Wie gesagt, es ist absolut lobenswert, dem Sport treu zu bleiben und da auch sein Ding zu machen, weil das ist ja nun mal ein Lifestyle. Aber man muss sich dann tatsächlich nicht mehr zeigen, bin ich der Meinung. Lou hat seine Zeit gehabt, jetzt ist er lange vorbei. Genauso wie bei mir. Also dem muss man sich dann stellen und nicht den Leuten auf den Sack gehen mit irgendwelchen Oberkörperfreifotos, wo das geteilte Lager sagt, oh geil, guck mal, wie der noch aussieht. Weil die haben dann immer noch die Bilder im Hinterkopf von früher und der andere Teil sagt, oh, guck mal, ey, wie der früher ausgesehen hat und guck mal, was aus dem geworden ist. Ne? Ich meine, mit 71 sieht jeder scheiße aus, davon abgesehen. Und Ich finde es immer noch, also da muss ich Heiko tatsächlich komplett widersprechen. jetzt kommt mir nicht mit Einzelbeispielen, mit der lächerlichen Kacke hier. Das hat nichts mehr vor der Kamera zu suchen. Ne? Louis Ferrigno hat eine gute Karriere gehabt, sollte damit zufrieden sein, sollte das genießen, was er erreicht hat in dem Sport. Und da war er mit einer der. Papa, was schreibst du da wieder rein? Wir verstehen dich nicht. Und Heiko redet hier ganz, ganz klar Dünnschiss. Da muss ich Heiko widersprechen. Führenden Athleten seinerzeit gewesen, hat sich einen riesen. Ich bin froh, wenn ich mit 71 Jahren überhaupt aufstehen kann von diesem Stuhl. Und Lou Ferrigno hat dann Sixpack, Alter. Namen gemacht neben Arnold Schwarzenegger und war auch eine Konkurrenz für Arnold gewesen seinerzeit, was man ja auch erstmal bringen muss. Also, wie Was ruckelt das denn hier so? gesagt, aber hätte der Hase nicht geschissen, der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hase gekriegt. Früher hat man auch Röhrenradios und einen Kaiser gehabt, heute ist das alles ein bisschen anders. Heute habt ihr euren Kalle hier und das soll es dazu gewesen sein, zu dem Thema. Mega Peter Müller, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Kommen wir zum nächsten Thema. Ah, da haben wir ja noch ein richtig schönes Thema und zwar der Leonidas, seines Zeichen einfach starker, gut aussehender Athlet, Der stärkste aktuell, finde ich. hat es sich oder hat verlauten lassen, ob er es nur ernst gemeint hat, weiß ich nicht, dass er vorgebeugtes Rudern erst zufrieden ist, wenn er 400 Kilo schafft damit. Ne? Das ist natürlich schon eine Ausnahme, wenn man sich sowas vornimmt. Aber man muss ganz klar dazu Das ist echt irre. Das ist irre, Mann. sagen, der Leonidas, der macht viele Sachen richtig, was das angeht. Er hat jetzt auch zum Beispiel mit 180 Kilo vorgebeugt 25 Wiederholungen gemacht, die man auch als tatsächlich als 25 Wiederholungen erkennen konnte. Also das waren eins. Die Marke GN, der Gründer, kommt aus Wuppertal. Von wem ist die Marke? Die gehört keinem, ist einfach eine Marke. Von wem ist ESN? Die Besitzer, Gründer kennt man ja meistens nicht. Dinger gewesen, für meinen Sachverstand. Gut, jetzt wird mir immer unterstellt, ich habe keinen, aber die Dinger, die waren wirklich. Papa, ja, du ruderst 400 Kilo in einer Woche. Und am 24. Dezember kommt der Weihnachtsmann. Gut gewesen. Wenn der mal richtig essen würde und sich mal die richtigen Supplemente geben würde, ich glaube, da würde doch tatsächlich noch einiges passieren. Aber ich glaube, der Leonidas, der ist da nicht so ambitioniert. Der will einfach einen guten Body haben und stark wie eine Sau sein. Glaube ich auch. Leonidas werden wir, glaube ich, auf keiner Bühne sehen. Finde ich auch gut. Auf alle Fälle die Kraftwerte, die er bringt und die Gewichte, die er bewegt, die sind schon ja, für die meisten Leute außerirdisch. Ne? Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem Weg, vor allen Dingen verletzungsfrei.
Das ist das Wichtigste in dem Sport für die Athleten und dann... Skips 300 Kilo. Ihr seid, Chat ist der Beste. Schauen wir mal. Ja, Schemarsch, morgen Baustelle, ihr seid die Besten. Ob er seine 400 da irgendwann knackt. Ne? Ich, wie gesagt, mein Segen hat er. Und das soll es dann vielleicht an der Stelle auch schon gewesen sein, weil die Woche ist nichts weiter Spannendes passiert. Genießt den Tag der deutschen Einheit. Bis dahin, peace and love and rock. So. Euer Kalle. Kalle, mein Lieber, mach's gut. Gute Nacht. Bis zum nächsten Kalle-Report. Freunde, und ich habe gesehen, im Chat hat einer genau jetzt Geburtstag. Alia 0303. Alles Gute zum Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück und Liebe. Papa, fühl dich nicht immer angesprochen. Ich weiß, du hast nächste Woche Geburtstag. Einfach mein Vater schreibt, nein, ich habe nächste Woche Geburtstag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.